Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute testen wir uns, wie gut wir uns gegenseitig kennen. Und wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich sagen, let's go! Okay, also es geht los. Ich habe hier meine Liste. Puh, und ich hoffe, ich werde es nicht Sonst ist Anni, glaube ich, ein bisschen sauer. So, wir gehen jetzt mal in ihren Stall. Brauchen wir ein Pferd? Boah, ich finde es bei großen Pferden, das nervt so, wenn man absteigt. Also die Hitbox einfach viel zu... Wisst ihr, die landen da und dann fallen die noch ein bisschen runter. Und generell die Hitbox bei den Percherons. Also, das kann man echt vergessen. Naja, auf jeden Fall, wir fangen mal an. Was steht denn hier als erstes? Okay, also, Lieblingspferd ist, glaube ich, einfach, das wisst ihr auch hier, Wonderbubble, ihr Appaloosa. So, Punkt 1 habe ich hoffentlich schon mal bestanden. Lieblingshose. Okay, Moment. Okay, also ihre Lieblingshose. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es diese hier ist. Oder sie hat dann oft auch diese weiße hier an, diese... Prestige in Purpur. So, als nächstes Lieblingsschuhe. Also, das sind ganz klar diese weißen hier. Ich weiß nicht, also man sieht eigentlich Anni nur mit diesen weißen. Deswegen denke ich mal, das sind ihre lieblingsweißen Schuhe. Lieblingsoberteil. Okay, da wird es schwerer wegen T-Shirt und Pulli. Da wird es wirklich schwer. Oh, ich finde mich hier nicht zurecht. Also, T-Shirt, ich weiß, dass sie das hier sehr gerne mag. Aber ich denke nicht, dass sie das nehmen wird. Sie mag diesen Pulli hier sehr gerne. Die mag sie gerne, aber ich denke nicht, dass sie das nehmen wird. Oh, das ist wirklich schwer. Die Jacke mag sie auch. Und ich weiß auch, dass sie diesen Pulli gerne mag. Also wegen Lieblingsfrisur. Also in letzter Zeit trägt sie ziemlich oft die. Also würde ich die schon mal als eine Lieblingsfrisur nehmen. Oder die, weil die hat, das ist eigentlich ihre Anni-Frisur, die hat sie schon richtig lange. Deswegen also die oder die. Boah, bei Schabracken ist es wirklich schwierig, weil sie mag halt sehr viele Schabracken. Also ich weiß, dass sie so eigentlich alle Springen- oder Dressur-Schabracken gerne mag. Also zum Beispiel unser Club oder, ja, die sie gerade anhat oder diese hier. Oh, das ist wirklich schwer. Aber ansonsten auch diese, die hier so immer dieses Muster haben. Also dieses. Also zum Beispiel auch noch diese hier. Ja. Oh, ich weiß nicht. Also genau, so Dressur und Springen und die mit diesem Muster, würde ich jetzt mal sagen. Aber eine hat sie, glaube ich, doch gar nicht. So, jetzt kommt die Auflösung von Annis Account. Also Lieblingsbild haben Lass wir. Okay. Wonderbubble. Ja, das habe ich natürlich auch. Mit der Lieblingshose. Also das, die ich anhabe. Ja, habe ich auch gesagt. Bei Lieblingsschuhe sind das auch die ich anhabe. Ja, das habe ich auch gesagt. Dann bei Lieblingsoberteil. Also ich glaube, ich habe eins gefunden. Da bist du aber, glaube ich, nie drauf gekommen. Was denn? Also das mag ich richtig gerne. Das hier. Das habe ich genannt. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Lieblingsfrisur. Eigentlich die ich... Also ich habe mehrere Lieblings. Hast du auch gesagt? Ich habe gesagt, ich habe zwei. Okay, zwei. Ja, ich glaube, es ist klar. Ja, also es ist zwei. Die und dann noch diese kurze. Und dann Schabracke. Oh Gott, habe ich auch super viele Schabracke. Aber da habe ich auch wirklich viele, würde ich mal sagen. Was soll ich dir sagen, was ich gesagt habe? Mhm. Also ich habe das so gemacht. Also sie mag gerne so Dressurschabracken, wie zum Beispiel unser Club oder... Diese hier oder alle die Dressur- gelbe liebe ich. Und die springen. Und du magst auch noch gerne die blaue. Ja, also die. Und die mit halt, die dieses Muster haben, habe ich ja, gesagt. Die mag ich alle super gerne. Ja, deswegen. Gut, da sagst du, warst du sehr gut. Okay. Aber das war auch mega viele. Okay. So, Leute, ich bin jetzt auch hier, also Anni, auf Kids Account. Und ich werde jetzt genau die Dinge raussuchen. Und zwar ihr Lieblingspferd, ihre Lieblingshose, ihre Lieblingsschuhe, ihr Lieblingsoberteil, ihre Lieblingsfrisur und ihre Lieblingsschabracke. Genau, also wir beginnen mal mit dem Lieblingspferd. Und
Das steht schon gleich hier vorne, das weiß ich. Das ist hier der weiße Isländer. Sehr schön, das ist ihr Lieblingspferd. Dann gehen wir weiter. Bei Lieblingshose ist das die Hose, die sie anhat. Die heißt Concord-Hose. Okay. Und ihre Lieblingsschuhe sind auch die, die sie gerade anhat. Bei Lieblingsoberteil bin ich mir ehrlich gesagt sehr unsicher. Mit was sieht man sie denn so oft? So, ich überlege jetzt mal und dann gucken wir, sehen wir uns, wenn ich mich entschieden habe, was ihr Lieblingsoberteil ist. So, ich habe mich jetzt entschieden und zwar denke ich, dass ihr Lieblingsoberteil das ist. Das silberfarbene Sunset Trails Oberteil. Ich weiß, sie hat so viele verschiedene Sachen an, aber ich würde ich tippen, dass das ihr Lieblingsoberteil ist. Dann machen wir gleich weiter mit der Lieblingsfrisur. Und dafür müssen wir jetzt, also nein, dafür müssen wir jetzt auch nicht weggehen. Und zwar ist das die Frisur, die sie gerade anhat. Das ist ganz klar, die liebt sie. Genau, das ist die Frisur. Lieblingsschabracke. Und bei der Lieblingsschabracke gucken wir jetzt mal. Sehen wir uns auch gleich wieder, wenn ich mich entschieden habe. So, ich habe mich jetzt entschieden und zwar denke ich, dass ihre Lieblingsschabracke die hier ist. Aber ich bin mir auch noch sehr unsicher. Also die königsblaue Springsatteldecke von JVK. So, damit bin ich jetzt auch fertig und dann gucken wir gleich mal bei der Auflösung. So, jetzt kommt mal die Auflösung. Also fangen wir an mit Lieblingspferd. Ich glaube, da ist es richtig. Hier. Ja, der weiße Esel, den habe ich auch gesagt. Also Lieblingshose. Hast du es nach der Reihenfolge gemacht? Ja. Okay, gut, ich auch. Also, ja, diese hier. Ja. Hattest du noch andere? Nein, nur die. Okay. Lieblingsschuhe, die habe ich auch gerade an. Ja. Hattest du auch noch andere? Ja, habe ich. Nein, habe ich nur die gesagt. Okay, Lieblingsoberteil. Also, nichts sagen. Ja. Okay, hattest du das? Nein. Okay, was ich hatte das hier, weil das hattest das du. Das da? Nein, das da drüber. Das Ach hattest so, du das auch. Das ist auch cool. Also ich mag halt, also diese Westen halt, auch. Ja, ich mag halt diese Westen, diese hier und zum Beispiel, ich habe viele davon. Jetzt finde ich gerade gerne hier die beiden. Ich habe viele. Ich weiß nicht, wo die alle gerade sind. Ja, aber ich mag die auf jeden Fall auch gerne. Also ich würde sagen, ich weiß nicht. Ein halber Punkt? Ja, ein halber okay. Punkt. Weil ich meine, ich mag sie schon. Okay, also habe ich jetzt bisher. Ist egal, das machen wir danach. Ah ja, das machen wir dann. Lieblingsfrisur, diese hier. Ja. Hattest du noch andere? Nein. Ich habe hier hinten noch Schabracken, nur meine zweite Seite. Ah, oh, ich habe nur auf der Seite. Aber das sind auch die schönen. Die hattest du. Ja. Und, ist die richtig? Ja, also ich mag sie schon extrem gerne. Also ich mag generell Springen und ja. Dressur. Und ich mag auch diese mit den. Hatte ich ja eben schon erklärt. Also in deinem Video. Okay, dann habe ich von 1, 2, 3, 4, 5 Sachen habe ich 5,5. Gut, dann ist das jetzt die Auflösung. Ja, also von Lieblingspferd habe ich richtig, Hose hatte ich richtig, Schuhe hatte ich richtig, Oberteil, halber Punkt. Oder aber ich ja, hatte zwei richtig. Frisur hatte ich richtig und Schabracke. Ja, Schabracke würde ich vielleicht einen halben Punkt geben, weil okay. Du hast halt fast alle genannt, außer ein kleines. Okay. Wir kennen uns beide sehr gut. Ja. Aber ich kenne dich besser. Ja, aber man muss das jetzt auch nicht ganz zählen. Das war's jetzt mit unserem Video. Ich finde, wir haben uns beide sehr gut geschlagen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.